Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Stranded Deep, zu meinem jetzt fünften Teil. Ja, in der letzten Folge habe ich euch ja gezeigt, dass das mit dem Navigieren mit dem Speer ziemlich gut klappt. Wie gesagt, immer schön in die Richtung zeigen lassen, aus der ihr gekommen seid. Wirklich, ihr müsst das sofort machen. Ihr dürft da nicht lange zögern oder so, weil hinterher, ihr kriegt das nicht mehr raus. Das ist wirklich nochmal so das, was ich euch an der Stelle als Tipp mitgeben möchte. Ja, und ja, in der letzten Folge, wir haben uns hier halt dieses Bett gebaut auf der anderen Insel. Das da hinten, wo jetzt das Schwert drauf zeigt, das ist unsere Heimatinsel eigentlich. Wir haben hier schon reichlich Material uns angesammelt. So, haben auch das Schiffswrack da hinten leer gemacht. So, und ich möchte jetzt gerade mal das Ding hier nochmal mitnehmen. Denn ich habe vor, gleich wieder zurückzufahren zur anderen Insel. Denn ich brauche hier drüben, ganz ehrlich, ich hätte es nicht gedacht, aber ich brauche hier drüben ein Feuerzeug. Denn ohne Feuerzeug geht es nicht weiter in dem Spiel. Denn ich brauche ja irgendwie, ich möchte mir eine Kochstelle bauen. Und ja. So, das mache ich direkt mal in diese Richtung. Ja, super cool. Das passt. Ich würde sagen, was sagt denn unser... wir müssen essen. Wir müssen unbedingt essen. Dann mache ich mir noch zwei dazu. Denn die werden sonst nicht reichen. So, die direkt genommen. Die hatte ich letztes Mal schon aufgeknackt. Und dann müssen wir auch danach satt und ohne Durst sein. Ja, wir finden echt viele Äxte hier. Also das finde ich cool gerade. Vorher hat man deutlich weniger gefunden. Das finde ich sehr, sehr gut. Boah, so eine Kokosnuss hätte ich jetzt ja schon Bock drauf, muss ich zugeben. Ist jetzt zwar nicht unbedingt die Jahreszeit, aber naja, was soll's. Heutzutage gibt es ja sowieso nicht mehr die richtige Jahreszeit für irgendwas. Da kriegst du ja alles zu jeder Jahreszeit. Die geht auch nicht. Also ich finde hier echt am laufenden Band Taschenlampen und all so ein Geraffel. Und du kannst das alles nicht gebrauchen. Hier, wie gesagt, auf dem Boot da hinten ist halt, was da hinten noch liegt, da ist ja noch so ein Teil eines Motors, aber das können wir halt nicht mitnehmen, weil dann kommen wir aus dem Wrack nicht mehr raus. Was mache ich denn jetzt mal? Was nehme ich denn mit? In jedem Fall die Steine. Na, ich möchte doch diesen Stein noch mitnehmen hier. So, dann haben wir die ganzen Steine dabei. Und kann ich die Steine jetzt in dem Boot parken oder geht es mir dann wieder unter? Das will ich direkt mal testen, ob das klappt. Beim letzten Mal hat es nicht geklappt, da ist es uns untergegangen. Ich fürchte, dass es jetzt wieder genauso sein wird. Ja, das sieht fast so aus, ne? Ja, scheiße, das kannst du knicken, das wird nichts. Also merke, Steine im Inventar sind einfach viel leichter. Weil ich habe ja so abgefahrene Hosen an, die sorgen einfach dafür, dass ich mein Gewicht verringere. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es ist, auf jeden Fall wiegt es offenbar nichts, wenn es bei uns im Inventar ist. Was nehmen wir denn da noch mit? Die Palmfronds? Ja. Die nehme ich mit. Will ich von hier noch was mitnehmen? Eigentlich nicht, ne? Selbst das Fernglas brauche ich eigentlich nicht. Ich nehme noch vier Sticks mit, den lasse ich hier. Ja, schade, jetzt nehme ich...
Warte mal, ist da noch ein Stein? Da ist noch ein Stein. Ich wollte gerade sagen, jetzt nehme ich wegen einem Stein diesen Stapel da mit. Also beziehungsweise du kannst ja immer nur 8 verschiedene Gegenstände mitnehmen. So, das ist unsere Insel. Da geht's wieder hin. Und wir werden sehen, ob das diesmal wieder klappt. Oder ob es purer Zufall war. Naja, wir sehen uns dann gleich, wenn wir da sind, würde ich sagen. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch gleich fast wieder. Home sweet home. Wir haben gleich unsere Insel wieder. Ja, und siehe da, es klappt. Es klappt einfach immer wieder. Wie gesagt, ich weiß nicht, was da an einigen Stellen falsch gemacht wird. Ist mir, ehrlich gesagt, etwas schleierhaft. So, direkt mal ausgestiegen. Umgedreht und in die Richtung der Insel gezeigt. Die war es nicht, die war es. So. Ne? So, schön in die Richtung wieder zeigen lassen, damit wir die beim nächsten Mal noch wiederfinden. Was natürlich auch immer geht, ist, einfach sich Skizzen machen. Ne? Also malt es euch auf. Wenn ihr auf irgendeiner Insel seid, nehmt euch einen Zettel zur Hand, malt euch auf, wie es da aussieht. Die Insel ist halt etwas größer, die sind gerade etwas kleiner. Damit ihr halt noch wisst, war es jetzt die oder die. Also, oder die halt. So, alles andere, wie gesagt. Irgendwie muss man sich ja nun mal helfen. Und das ist so aus meiner Sicht eine der wenigen Möglichkeiten, das in diesem Spiel zu tun. So, das Paddel kann ich direkt hier lassen. Das möchte ich jetzt nicht mitnehmen. Wie sieht es mit dem Essen aus? Sieht noch gut aus. Ja, sehr cool. Dann können wir uns jetzt an dieser Stelle eigentlich doch wieder... Brauchen wir dafür den Hammer? Nee, den Hammer brauchen wir dafür nicht, oder? Ach so. Warte mal kurz. Selber Fehler. Ich mach's... Manchmal mache ich dieselben Fehler dann doch immer wieder. Das bitte ich dann zu verzeihen. So, Fire Pit. So, da haben wir ein Fire Pit. Und wenn wir jetzt noch 3 Sticks dazu nehmen. 1, 2, 3. Ich glaube, wir haben sogar noch welche im Inventar gehabt. Und einmal Lashings. Dann haben wir auch wieder diese richtige Kochstelle. Den Fire Spit. Nee, das nicht. Ole, ole. Und da sind wir. So, und warte mal, wir haben den Speer und den Speer. Die Axt. Ich würde sagen, eine Axt. Nee, obwohl die Axt kann ich mitnehmen. Das macht ja nun keinen Unterschied. Einen Leiter lasse ich hier. Den Hammer lasse ich. Da brauche ich den Hammer. Den Hammer kann ich mir zur Not neu anfertigen. Die Machete. Sieht noch gut aus. Genau, jetzt die Feuerzeuge haben wir dabei. Ein Feuerzeug habe ich hier gelassen. Genau, und was ich jetzt machen wollte, ist nämlich das und das und auch natürlich das. Möchte ich gerne zubereiten hier. Denn das bietet sich ja nun mal an. Och, das ist ja praktisch, was? Ich will gerade mal gucken, ob ich da vielleicht noch ein bisschen mehr reinhängen kann. Oder auch nicht.
Vielleicht stelle ich mich auch nur zum Blöde an. Soll es ja alles geben. Na gut, das ging bei dem anderen Lagerfeuer doch deutlich einfacher, muss ich zugeben. So, die Flossen. Das muss doch irgendwie hier reinzukriegen sein. Na, irgendwie wollen sie nicht da drin bleiben. Na denn eben nicht. Du kommst da nicht rein, richtig? Vorher ging das. Na gut, was soll's. Da müssen wir halt hin und wieder wiederkommen. Wenn es zubereitet ist. Kartoffeln, Kartoffeln. Wenn wir, ich frage mich gerade, wenn wir einen Eimer hätten. Nee, dann wäre das. Ob wenn wir einen Eimer hätten und uns Wasser kochen können damit, ob wir dann auch Kartoffeln kochen können. So, Kartoffeln auch direkt hier geparkt. Die Juckerpalme. Ach, ist das schön. Ich bin hier geneigt, mich... Ja, siehst du, da ist es fertig. Essen ist fertig. Das ist schön. Nee, Essen brauchen wir es noch nicht. Boah, jetzt fängt es an zu regnen, ne? Leute, ey. Ist doch scheiße. Ja gut, ich lass mal mein Essen da drin. Mein fertiges. Ich wollte gerade sagen, musste mein Speer. Ja, siehst du, also jetzt, ganz ehrlich, jetzt würde ich auch nicht mehr losfahren. Bei diesem Wetter. Denn die Chance, da was wieder zu finden, die ist sehr, sehr gering. Alter, ist sie gerade so schnell nachgewachsen? Hammer. Ja, so, was machen wir denn mal Schönes? Wollen wir unsere Hütte erweitern? Ich frage mich gerade, ob wir da noch ein Stockwerk draufbauen können. Das wäre natürlich geil. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, ob das geht. Foundation? So, hier noch was hin. Und wenn wir jetzt noch eine Foundation da drauf bauen, geht das? Mist, wir haben nicht genügend Holz. Was habe ich denn mit dem ganzen Holz gemacht? Liegt das noch alles drüben? Okay, das ist noch nicht fertig. Ich wollte gerade gucken, nicht, dass ich das jetzt esse, versehentlich. Aber wenn man aufs Feuer direkt zeigt, dann isst man jetzt nicht, sondern dann... Ja, dann hängt ihr das nur zum Braten auf. So, hier kommt mal alles in die Ecke. Ah, das nächste Stück ist fertig, das ist gut. Ach ja, schön. Essen gibt's. So, die Juckerpalmen hier, die werfen aber recht reichlich Zeug ab. Das finde ich ja Hammer. Ich würde sagen, wenn der Regen aufgehört hat, dann werden wir auch nochmal rüberfahren und holen uns das restliche Holz ab. Oder zumindest ein Teil dessen. Auf der anderen Seite können wir eigentlich alles holen.
Ich kann ja einfach mein gesamtes Gedöns hier lassen. Mal gerade gucken, ob ich schlafen kann. Nee, nur nachts. Schade. Ist auch noch eine Yucca-Palme. Auch direkt geerntet. Mir ist zwar noch nicht so ganz klar, wofür wir das alles brauchen können, werden, was auch immer. Kartoffel 1, Kartoffel 2, Kartoffel 3. Alter, wie das dunkel hier. Hammer, und das Feuer, das sieht man ja wirklich nicht so weit. So, ich habe das Gefühl, das ist auch seit dem Update, ist es hier dunkler. Auch das kann ich natürlich jetzt täuschen, aber ich glaube einfach, dass es so ist. Ah, sehr gut. Und wir können wieder schlafen, das ist schön. Damit wäre die nächste Nacht überstanden. Na toll, und es regnet immer noch. Na ja, gut, wenigstens ist das Essen fertig. Ist noch mehr zu essen. So, und so langsam können wir auch mal einen Haps essen, würde ich sagen. Ja, krass. Und der füllt uns wirklich komplett wieder auf. Das ist echt gut zu wissen. So, trinken müssen wir auch noch eben was. So, ich würde sagen, zwei Kokosnüsse müssten reichen zu trinken. So, wir brauchen an dieser Stelle ja nur trinken. Also müssen wir ja nicht essen. Ja, reicht. Das ist doch cool. Wie gesagt, bei diesem Wetter würde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht losfahren, weil ich weiß zwar, da hinten sollte sie sein, aber ganz ehrlich, da verfährst du dich einfach schnell. Du musst von vornherein im Fokus haben, wohin du fährst. Wenn du das nicht hast, dann lass es lieber. So, hat hier vielleicht mal wieder jemand was für uns drin gelassen? Wahrscheinlich nicht, ne? Schade eigentlich. Hab gedacht, vielleicht füllt hier mal jemand auf. Oh, warte mal, das ist ein Schrank. Oh, da ist noch ein Torch. Warum hab ich den letztes Mal nicht gesehen? Ah, Alter, hier ist ein Eimer. Wie geil ist das denn? Okay, das habe ich bisher übersehen. Und noch ein Taschenmesser? Bin ich blind? Warum habe ich denn das die Tage nicht gesehen? Abgefahren. Das ist ja cool. Das Taschenmesser lassen wir direkt mal wieder hier, denn das brauche ich ja nun nicht so wirklich. Und geht der? Nee, das geht auch nicht. Lassen wir auch hier. So, das ist hier unsere Kramsecke. Das nächste Stückchen Essen ist fertig. Schön. Übrigens, was mir noch einfällt. Was mir noch einfällt. Jetzt sehe ich es gerade nicht. Ich nehme das mal alles weg gerade hier. Und packe die Palmenblätter mal nach. Wo packe ich sie hin? Nach da. Hier sind noch ein paar Steine. Der Torch, der soll doch da drin bleiben. So, das nehmen wir auch noch mit eben. Denn, naja, ich, kleines Trottelchen, habe ja letztes Mal gedacht, ich hätte meinen Speer nicht mehr. Oder der hätte meinen Speer nicht gebaut. War aber ja Quatsch. Ich habe es dann hinterher, als ich das Video geschnitten habe, ist es mir aufgefallen. Genau hier liegt es. Und jetzt haben wir es auch wieder. Na, also das funktioniert super. So, das Fleisch wollte ich eigentlich noch zubereiten, aber jetzt mache ich erstmal Wasser.
damit wir was zu trinken haben. Und das geht ganz einfach hier, wenn du so einen Eimer hast. Der füllt sich jetzt mit Wasser und den kannst du dann drüber hängen. Also das kannst du auch trinken so, aber auch hier, das empfiehlt sich halt eher nicht. Jetzt will ich mal eben gucken, wenn ich die Kartoffeln habe, ob ich die da reinschmeißen kann. Vielleicht muss ich das auch anders machen. Das mit dem Zubereiten hier ist ja immer so eine Sache. Nee, offenbar geht das nicht. Gut, das macht aber alles nichts. Das Fleisch ist noch nicht zubereitet. Nicht, dass ich es jetzt esse versehentlich. So, die Palmenblätter hier wieder geparkt und das Speer haben wir dabei. Dann kann ich das andere Speer in diese Richtung zeigen lassen weiterhin. Nichtsdestotrotz, ich werde jetzt hier lassen alles, was ich nicht unbedingt brauche. Einen Leiter nehme ich mit rüber. Das nehme ich alles mit. So, und ja, den Speer, den können wir jetzt liegen lassen in diese Richtung. Ich gucke kurz. Diese Insel ist es, also hier die mittlere. So, und dann geht's mit dem Rettungsboot wieder hier zur mittleren Insel. Ja, und wir werden uns dann, ich würde sagen, wir werden uns dann in der nächsten oder, ja, vielleicht sogar in dieser Folge noch, muss gerade mal gucken, wie das zeitlich aussieht, nee, in der nächsten Folge werden wir uns dann noch eine weitere Insel angucken. Ja, und auch da, wie gesagt, es empfiehlt sich dann irgendwann, sich einfach auch mal so ein Zettelchen zur Hand zu nehmen, sich das mal aufzumalen. Ja, der gute alte Zettel hat da noch lange nicht ausgedient. So, der Vorteil, wenn wir unser Speer da liegen lassen, ist natürlich, wir können weniger Fehler machen. Wenn wir das da fünfmal hinlegen, dann haben wir auch fünf Chancen, das falsch hinzulegen. Ist ja klar irgendwie. Ja, das mit dem Schiffswrack da vorne links, das ärgert mich tatsächlich so ein bisschen. Ich hätte es schön gefunden, wenn wir das einfach hätten. Wenn wir das einfach hätten. Wenn wir da einfach wieder rausgekommen wären aus dem Boot. So. Lass mich kurz gucken. Wie gesagt, wenn du das fünfmal hinlegen kannst, hast du auch fünf Möglichkeiten, das falsch hinzulegen. Von daher lasse ich es jetzt liegen. Ich brauche es ja sowieso nicht gerade. Den Speer muss ich mitnehmen. Das Messer. Quatsch, das Feuerzeug lasse ich jetzt aber hier. Denn das brauche ich aktuell nicht. So, und jetzt haben wir genügend Möglichkeit, das ganze Holz hier einzusacken. Können wir gleich 12 Stückchen Holz mitnehmen, was ich ziemlich gut finde. Was sag ich? 12, 20 natürlich. So, wollen wir noch irgendwas hier lassen? Eigentlich nicht, ne? Hier haben wir alles geplündert. Und dann geht's auch schon direkt wieder zurück. Direkt nochmal gucken. Das war die Richtung. Ich hoffe, ich fahre jetzt auf die richtige zu. Ich bin mir jetzt nämlich gerade nicht ganz sicher, ob es die linke oder die rechte war. Aber ich glaube, diese hier. Im Zweifel müssen wir halt weiterfahren. Das geht immer. Ja, sehr cool. Dann sind wir jetzt auch gleich wieder zu Hause. Das ist schön. Ich bin mal gespannt, ob das Wasser jetzt da irgendwie fertig gekocht ist oder was auch immer. Hau ab. Verzieh dich. Du blöder Scheißhai. Gibt's denn das, ey? Da schwimmt ja direkt auf mein Boot zu. So ein Drecksack. Da ist sie wieder, unsere wunderschöne Kartoffelpflanze. So, du bleibst da. Passt rein.
Und jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir doch einfach mal das ganze Holz hier parken. So, und jetzt müssten wir doch theoretisch noch so eine Foundation bauen können. Und jetzt ist die große Frage. Mit der Foundation, die wir hier bauen, können wir die hier als zweite Etage drauf bauen. Geht das? Nee, offensichtlich nicht. Das ist sehr schade. Das ist wirklich zu schade. Ich bin ja fast versucht, hier noch anzubauen, aber hier vor kann ich, glaube ich, nicht mehr. Sonst müsste ich mein Bett abreißen. Oder meine Treppe. Hier ist mir zu dicht am Feuer. Dann baue ich eher noch nach hinten. Weil hier ist... Ah, das ist nur das Fleisch. Da geht es wegen des Holzes nicht. Dann bauen wir es halt hier hin. Mich gerade schon gewundert, wo ist denn mein ganzes Geraffel hin? Noch eine Foundation, die möchte ich gerne. Wie? Das geht nicht. Gut. Ach, weil die Flasche da lag wahrscheinlich. Ja, genau deswegen. So, das finde ich ganz cool eigentlich. Dann hat man noch so eine Art Gang drumherum. Dafür müsste ich natürlich jetzt auch noch... Ja, theoretisch müsste ich jetzt hier auch noch was haben. Sonst macht es recht wenig Sinn, weil ich komme hier jetzt ja nun gar nicht rauf. Aber Details, das machen wir später. Warum fällt die Flasche denn eigentlich immer hier durch? Das ist doch Mist. So, und wir haben echt nicht mehr genügend Holz, ne? Krass, das frisst massiv Holz. Das Bauen hier. Drüben habe ich noch so ein bisschen. Hier ist noch eine riesige Palme. Die werde ich jetzt fällen. Die ist so groß. Das wäre blöd, die stehen zu lassen. So, Kokosnuss eingesackt. Mit diesem Geraschel, da denke ich jedes Mal, da ist irgendwas. Was stand da gerade? Achso, Krabbe. Ich war gerade etwas verwirrt, was da wohl stehen würde. Das Gebamsel hier vor, das nervt doch so ein bisschen. So, und jetzt ist es auch bald schon wieder dunkel. So ein Mist. So, ich zag das mal schnell. Ja, und da haben wir dann auch das letzte Stückchen fast fertig gehackt. Jetzt ist es fertig und es ist schon wieder Nacht. Ja, und ich würde sagen, wir füllen mal das... Was ist mit dem Wasser jetzt eigentlich? Das frage ich mich gerade. So, jetzt ist das aufgefüllt wieder, das Campfire. Jetzt müssen wir es doch anzünden können. Das machen wir aber gleich, denn erstmal möchte ich natürlich mein Holz hier wieder parken. Und dann möchte ich mir gerne eine neue Ebene bauen. Die aber leider gerade nicht geht, weil geht halt nicht, weil der Stick hier liegt. So ein Arsch. So, jetzt aber. Eigentlich könnten wir die Hütte auch einfach ein bisschen größer bauen.
Weil ich das auch ganz schick finde, so. Wie ich zugeben muss. Ah, ich muss nochmal überlegen. Vielleicht mache ich es auch anders. So, das kann direkt liegen bleiben da, wo es liegt. Genau, ich wollte eben das Feuer anzünden. Weil eigentlich haben wir noch was zu essen hier. Nom, 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 nom. So, und wir müssen auch direkt wieder satt sein. Dann brauche ich das Feuer. Doch, komm, ich zünde das trotzdem an. Denn ich habe hier noch mehr Fleisch, was ich braten möchte. So, und der Eimer, der bleibt jetzt da einfach immer stehen, oder wie ist es? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich dachte, den könnte ich vielleicht wieder rausnehmen, aber offensichtlich geht das nicht. So, die mittlere ist es. Ich bin im Überlegen, ob ich das Speer vielleicht einfach hier hinlege. Das ist so ein bisschen präsenter. Aber das kann ich gleich immer noch machen. Denke ich. So, immer schön die Kartoffeln ernten, das ist ganz wichtig. Man kann nie genügend zu essen haben. Ach ja, meine schöne kleine Insel. Ich finde sie schön. Da sollst du bleiben. Hier, die Yucca-Palme ist schon wieder fertig. Hammer. Hab ich letztes Mal schon gesagt, meine ich. Die Wachstumsrate von den Dinger ist echt beeindruckend. So, Support. Ich würde sagen, ich baue da jetzt ein paar Supports hin. Nee, kein Foundation. Denn letztendlich möchte ich da ja doch wieder ein Dach drüber haben. So, das erste Stückchen Fleisch ist wieder fertig. Voll cool. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie stackt sich das denn bei mir? Das ist gekocht. Das ist nicht gekocht. Das finde ich jetzt aber ein bisschen dreckig, dass sich das stackt. Da läuft es ja Gefahr, das Falsche zu essen unter Umständen. Hm. Ja, das ist nicht so geil. Nun ja. Da ist noch Potenzial. So. Support, Support, Support. Da ist schon einer. Hier muss noch einer hin. Und die Yucca-Palme ist schon wieder fertig. Hammer. So. Sehr cool. Da muss ich ja allerdings wahrscheinlich echt die Wände einreißen. Zumindest diese eine hier. Die anderen kann ich ja da lassen. Ich glaube, das mache ich auch so. Ich lasse die nehme ich weg. Genau, komm, das mache ich. Die nehme ich dann weg, aber erst gleich, wenn es fertig ist. So, das Fleisch wieder weggeworfen. Ja, so, was brauchen wir denn dafür alles noch? Komm, ich gehe jetzt mal schlafen, das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu dunkel hier. Das ist für die Aufnahme dann ja auch irgendwie mal blöd. Wenn wir da immer nur nachts rumrennen, ist ja auch kacke. Tagsüber ist doch viel schöner. Gelle? So ein Sonnenaufgang ist doch der Hammer. So, wir brauchen Dächer. Massivst viele Dächer. Hier liegen etwa 2 Milliarden Lashings, aber was soll's. Ja, auf jeden Fall brauchen wir Dächer. Viele. Ach ja, mache ich das jetzt noch? Wir werden wahrscheinlich bald auf eine neue Insel müssen. Das heißt, ich werde mir noch einen neuen Speer anfertigen. Einen neuen Speer. Dann nehme ich eine, die in eine völlig andere Richtung zeigt, denke ich mal. Denn sonst laufen wir Gefahr, dass wir da immer falsch fahren. So, jetzt haben wir diese da.
Und ich würde sagen, dann nehmen wir noch die da vorne. So, Essen ist fertig. Und das letzte Stückchen Fleisch, das schaffen wir auch noch zu braten, hoffe ich. Ja, doch, das ist gut. Ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge, sonst wird es jetzt doch ein bisschen zu lang. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, dass ihr wieder etwas mitnehmen konntet aus dieser Folge. Schreibt mir einfach Kommentare. Hinterlasst mir irgendwie eine Nachricht, wie ihr es gerne mögt. Ich finde es immer ganz toll, wenn ich da so ein bisschen merke, dass da auch... ja, dass ihr auch mit dabei seid. Das ist natürlich das Geilste an dem ganzen Let's Playen hier. Von daher, ja, nochmals herzlichen Dank und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.